Der ADFC hat in dieser Woche die fahrradfreundlichsten Städte Deutschlands ausgezeichnet. Ganz vorne mit dabei waren Bremen, Hannover und Frankfurt am Main. Unter den 14 Metropolen Deutschlands hat übrigens Köln, die Stadt, in der wir hier gerade sind, den allerschlechtesten Ruf. Doch es gibt immerhin einen Hoffnungsschimmer. Es sollen jetzt nämlich Rekordmittel zur Verfügung gestellt werden, um Radwege auszubauen, deutschlandweit und speziell in NRW. Nochmal wird auch noch weiter ausgebaut. Und daran ist Ute Simanski von der Bürgerinitiative Aufbruch Fahrrad in Köln nicht ganz unbeteiligt. Sie hat sich nämlich für die Fahrradwege in Köln stark gemacht. Unsere Reporterin Manuela Klein ist heute live mit ihr zusammen in Köln auf dem Fahrrad unterwegs. Kommt jetzt auch? Genau, da seid ihr schon. Ich, Manuela Klein, guten Morgen. Das Wetter sieht schon mal hervorragend aus. Wo seid ihr denn unterwegs und lässt es sich zumindest da einigermaßen vernünftig fahren? Ja, guten Morgen, lieber Tim. Hier lässt es sich in der Tat vernünftig fahren. Wir sind mitten in der Stadt, mitten in Köln unterwegs, aber wie man erkennen kann, auf einem tatsächlich ausgebauten Radwegsteil. Wir fahren jetzt hier mal einmal kurz ran, die Frau Simanski und ich. Und man merkt direkt, das ist ein viel entspannteres Fahrradfahren. Hier kommen die Autos hinter uns her, aber wir haben halt eben unseren eigenen Bereich. Frau Simanski, Sie haben das wirklich mit nach vorne gebracht, die Initiative, den Gesetzesentwurf, der verabschiedet wird in Nordrhein-Westfalen. Warum sind solche Wege so wichtig? Naja, wir wollen doch, dass viel mehr Menschen aufs Fahrrad umsteigen. Das machen sie nur, wenn sie sich sicher fühlen. Auf so einem Radweg fühlt man sich doch total sicher, oder? Haben wir eben beide gemerkt. Ja, das ist in der Tat so. Also man hat wirklich direkt das Gefühl, man hat so seinen eigenen geschützten Bereich, hat auch genug Platz, muss keine Sorge haben, dass die Autofahrer mit wenigen Zentimetern an einem vorbeikacheln, wie es ja oft der Fall ist. Das habe ich tatsächlich eben auch erlebt, weil rechts und links von hier sind zwei sehr große befahrene Plätze. Und da zeigen wir mal, wie das eben quasi für mich war, als ich eben vor einer guten Stunde dort unterwegs war. Also ich fahre tatsächlich auch immer, wenn es geht, mit dem Fahrrad zur Arbeit, bin also wirklich viel unterwegs. Und das ist hier so ein Platz, da hat man tatsächlich keinen eigenen Fahrradweg. Und da muss man wirklich aufpassen, dass die Autos anhalten, wenn sie an einem vorbeifahren, dass sie nicht zu nah an einem vorbeifahren. Und genau das ist jetzt so eine Situation, da fühlt man sich echt unsicher. Denn ja, das Auto hat gerade in den Städten immer noch Vorrang und das Fahrrad hat definitiv keine Knautschzone. Ja, das Fahrrad hat keine Knautschzone, so ist es. Sie plädieren dafür, Sie wollen, dass jeder vierte Weg in Nordrhein-Westfalen ganz, ganz schnell mit dem Rad unternommen wird. Wie sieht das denn im Rest Deutschlands aus? Ganz ehrlich, also Deutschland ist Autoland nach wie vor, auch in Nordrhein-Westfalen. Und also ich glaube, da ist in jedem Bundesland noch sehr viel zu tun, bis wir wirklich sagen können, dass Deutschland ein Fahrradland ist. 25% soll mit dem Rad dann eben gefahren werden, in Zukunft auch in ganz Deutschland. Die Gelder werden zur Verfügung ja gestellt. Aber was passiert wirklich, also ja, faktisch? Denn ich habe das Gefühl, es passiert zu langsam. Sehe ich das richtig? Ich sehe das genauso. Und natürlich braucht man Geld für Fahrradinfrastruktur. Gleichzeitig, wo ein Wille ist, ist ein Weg. Und wenn wir uns so einen Radweg hier anschauen, können wir uns ja vorstellen, dass es gar nicht so wahnsinnig teuer ist. Wir brauchen Farbe, wir brauchen Geld für die Markierung, wir brauchen sicherlich auch Geld für ein bisschen Planung. Aber so einen Radweg ganz schnell zu installieren, das kostet wirklich nicht viel. Was glauben Sie, wie lange werden wir brauchen, bis wir so weit sind und warum ist das Fahrrad so wichtig? Ich gebe jetzt mal keine Prognose ab. Ich wünsche mir, dass es so schnell sich verändert von der Verkehrsinfrastruktur, wie es geht. Das Fahrrad ist einfach wichtig, weil es das Verkehrsmittel der Zukunft ist. Es geht ja so nicht weiter. Vielen, vielen Dank. Erstmal, morgen findet noch ein Kongress statt, Radcom. Das haben Sie alles initiiert. Kann man eben auf radcom.de auch morgen ab 11 Uhr im Livestream verfolgen. Wer also wissen will, wie es in Sachen Fahrrad weitergeht, ist da auf der richtigen Seite. Ja. Und wir fahren jetzt einfach noch mal eine Runde hier schön auf dem Fahrradweg weiter. Danke, Frau Simanski. Ja. Tschüss. Vielen Dank, Manuela Klein, und sichere und gute Weiterfahrt.